Fahad, Dagi Hussein, ich komme aus Iran. Seit 2014 bin ich hier in Hannover und ich habe vor ein paar Jahren angefangen mit Computermusik und elektronischer Musik. Am Anfang hatte ich so ein riesiges Problem, wo ich mein erstes elektronisches Stück gemacht hatte, mit dieser kommerziellen Software und so. Und dann habe ich gemerkt, alle Stücke klingen so gleich. Und dann war ich bei meinem Lehrer, habe gesagt, nee, ich möchte keine elektronische Musik mehr machen. Er fragt mich, warum programmierst du nicht selbst? Und habe ich angefangen, ein bisschen mit Audio programmieren zu lernen, mit C-Sound gearbeitet. Und dieses Projekt habe ich durch meinen Lehrer gekriegt, weil ich habe mich sehr interessiert, mit diesem Thema zu arbeiten und ein bisschen mehr lernen und ein bisschen Computer als ein Instrument benutzen. Also das ist eigentlich mein erstes Mal, dass ich das Wort KI gehört hatte. Aber das war sehr schön, weil ich habe lange Zeit gesucht, was ist das eigentlich? Was macht man? Was ist der Unterschied zwischen KI und einfach Programmieren? Und ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema in Kunst. Es kann immer mit viel Überraschung sein. Ne? Ich muss damit ein bisschen mich beschäftigen und mein eigenes Interesse, ich werde das damit mich beschäftigen und ein bisschen lernen, was. Aber ich kenne mich noch nicht so ganz gut, was kann wirklich ein Computer lernen und wie kann er reagieren. Ja, aber ich glaube, ich werde damit weitermachen und so ein bisschen mich mit dieser Person ein bisschen besser kennenlernen. Ja. Es gibt eigentlich viele verschiedene Künstler. Also was ich bei einer sehr traditionellen Welt so klassische Musik denken, es gibt so ein großes Problem. Viele Künstler leben immer noch vor 300 Jahren und es ist sehr schwer zum kommunizieren. Aber es gibt auch viele interessante Projekte, die das vorstellen und mehr Leute gucken, oh, das kann auch passieren. Also, was ist eigentlich diese neue Technik oder neue Welt? Ja, eigentlich leider im Iran gibt es kein, das ist ein langes Wort, Urheberrechtsgesetz, genau. Das haben wir nicht, Copyright. Und ja, dadurch wurde sehr viel Sachen kopiert oder geklaut oder so. Ich bin seit 8 Jahren nicht mehr im Iran ungefähr und weiß ich nicht, wie ist jetzt. Aber ich weiß, bei Kunst und Kultur gibt es das nicht, das, was ich sehr schade finde. Also ich arbeite gerne immer mit den anderen Leuten von anderen Bereichen, also nicht nur künstlerische Leute, sondern mit anderen, ganz anderen Themen. Am Anfang dieses Projekts hatten wir so ein bisschen Missverständnis, was ist eigentlich Komponieren? Wie kann man das als also alles, was irgendwas klingt oder was man macht, ist nicht Komposition oder Komponieren. Aber dann haben wir sehr viel zusammen gesprochen und ja, ich glaube, jetzt ist sehr interessant, weil diese Informatiker und Musiker, die sehen ein gleiches Objekt von zwei total unterschiedlichen Perspektiven. Und das ist genau das Interessante dabei. Also bei diesem Projekt, ich versuche eine Sängerin und ein Stück für Gesang und Klavier komponieren und Sängerin und der KI spielt ein wirkliches Klavier. Und die müssen einander hören und miteinander kommunizieren, voneinander lernen und ich bin gespannt, wie es klingt. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich ein langfristiges Projekt. Ich habe sehr viele Ideen jetzt. Wie kann ich damit weiterarbeiten?